Welche Werte zeichnen ein erfolgreiches Unternehmen aus? Mit dieser Aufgabe, lieber Professor Green, schickten Sie mich auf eine spannende Reise. Antworten habe ich auch gefunden. Aber am besten alles der Reihe nach. Der erste Tag in Ingelfingen. Ein Unternehmen, das sich auf die Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen spezialisiert hat. Fluid Control Systems. Na mal sehen. Herzlich willkommen bei Gürtel. Vielen Dank für die Einladung auch. Schön, dass Sie da sind. Immer dann, wenn Flüssigkeiten oder Gase strömen und absolut präzise gemessen, gesteuert oder geregelt werden müssen, kommen Produkte von Bürger zum Einsatz. Lebensmittel, Medikamente, Kosmetika. Ja, selbst beim Befüllen von Neonröhren, überall, Bürgert Inside. Dafür sorgen 150 Entwickler aus der ganzen Welt, hier in Ingelfingen und anderen Forschungsabteilungen. ...1800 Mitarbeiter, 7 Werke, Niederlassungen auf allen Kontinenten und dazu noch mehrere Entwicklungszentren. Mitarbeiter aus der ganzen Welt kommen zu Schulungen nach Ingelfingen. Mess-, Steuer- und Regeleinheiten für beinahe jede Anwendung stellt Bürgert her. Und zwar alles aus einer Hand. Der ganze Regelkreis. Vom kleinsten Ventil und Sensor bis zu großen Systemlösungen. Was braucht man dafür? Mut. Wer Mut hat, ist klar im Vorteil. Denn Mut macht ein Unternehmen von innen heraus stark. Der erste Teil meiner Reise geht hier zu Ende. Teil 2 führt mich nach Asien. Mal sehen, welche Werte ein deutsches Unternehmen in meiner Heimat legt. Shanghai. Wirtschaftswunderstadt. Um international mitzuspielen, muss man hier investieren. Natürlich auch in die Menschen. Das hat Bürgert gemacht. Mit viel Respekt vor den kulturellen Unterschieden im Denken und Handeln. Nur so hat man eine Chance auf den neuen Märkten. Das berühmte Teehaus am Xu-Garten. Ein Garten mit über 1000-jähriger Geschichte. Wong erzählt mir viel über die Kultur Chinas, die auf uraltem Wissen und Erfahrung gegründet ist. Moment mal, Erfahrung. Das ist es doch. Erfahrung ist das Fundament bei Bürgert. Erfahrung und das Wissen aus 60 Jahren Firmengeschichte. Was werde ich wohl noch erleben? Partnerschaftliches Handeln weltweit. Dabei gilt immer ein Grundsatz. Du musst wissen, wie Kunden denken. Was ihre Wünsche und Bedürfnisse sind. One face to the customer. Ein typischer Bürgert-Gedanke. Die Kundenmanager von Bürgert sind ihren Kunden ganz nah. Nähe, na klar. Nähe ist der dritte Wert. Lieber Professor Green, nun weiß ich, welche Werte wirklich wichtig sind für den Erfolg eines Unternehmens. Mit Mut kommt Bürgert zu neuen, besseren Lösungen. Mit Erfahrung und dem Wissen um die Natur der Physik kann Bürgert in die Zukunft denken und immer einen Schritt voraus sein. Durch Zuhören und Hinschauen schafft Bürgert die Nähe zum Kunden und damit das Vertrauen, auf dem gute Geschäftsbeziehungen ruhen. Doch erst, wenn Werte wirklich gelebt werden,
Erst dann entsteht in Projekten der Flow.